Die Retro News werden euch präsentiert von RetroPlays. Den Link zu RetroPlays sowie auch alle anderen Links zu den heutigen Themen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Analog Pocket unterm Weihnachtsbaum, das NES kommt auf die Kinoleinwand und viele Infos zu neuen Spielen für alte Konsolen. Wir haben viele interessante Themen für euch am Start. Los geht's! Happy Birthday Xbox! Mitte November jährte sich das Erscheinungsdatum des ersten Xbox-Videospielsystems und damit Microsofts Einstieg in den Konsolenmarkt zum 20. Mal. Um das Jubiläum gebührend mit allen Xbox-Fans zu feiern, fügte Microsoft über 70 Classic Xbox und Xbox 360 Spiele zum Backwards Compatibility-Katalog der Series S und X hinzu. Klassiker wie Max Payne 1 bis 3, Nier, Otogi, Timesplitters, Gun Valkyrie, Binary Domain und die Spiele der 4 und Dead or Alive Reihe sieht man nun neben etlichen anderen Games mit einem Auto-HDR-Modus und einer in vielen Fällen optimierten Auflösung. Für insgesamt 11 Titel des Lineups gibt es zusätzlich einen satten FPS-Boost, der die Spieleerfahrung auf modernen TV-Geräten noch geschmeidiger und moderner machen soll. Das komplette Lineup haben wir euch entsprechend mal unten verlinkt. Wie findet ihr das? Passt das? Oder fehlen euch vielleicht 2 oder 3 Titel in der Liste? Water Games, eins der größten Videospiel-Grading-Unternehmen, stand dieses Jahr unter harter Kritik der Öffentlichkeit. Unter anderem, weil sie keinen öffentlichen Zugang zu bestimmten Informationen ermöglichen, wie etwa, wie oft wurde ein bestimmtes Game gegradet und, viel interessanter, wie oft hat ein Spiel eine bestimmte Bewertung bekommen? Am 11. November hat Water Games verkündet, dass man diese Informationen später in diesem Monat zugänglich machen möchte. Aber nur für NES-Spiele und ohne Seal-Ratings. Und man will der Öffentlichkeit Gelegenheit geben, Feedback zu geben und Fehler zu korrigieren. Was für Fehler soll es bitte geben, die die Öffentlichkeit korrigieren können sollte? Alles nicht so ganz nachvollziehbar, nichtsdestotrotz ist es ein Schritt in die richtige Richtung, für mehr Transparenz zu sorgen. Und es wäre wünschenswert, wenn alle Informationen zeitnah zugänglich gemacht würden. Analog Pocket steht kurz vor Auslieferung. Ende Juli 2020 endlich konnte der heiß ersehnte FPGA-basierte Handheld mit dem passenden Namen Pocket von Konsolenhersteller Analog vorbestellt werden. Die Auslieferung war damals noch für Mai 2021 geplant. Am 1. April, kein Aprilscherz, wurde per Update-Newsletter mit Hinweis auf pandemiebedingte Lieferkettenschwierigkeiten auf Oktober verschoben und am 11. September abermals auf Dezember. Und dabei soll es nun bleiben. Vorbesteller, zu denen ich auch gehöre, erhielten am 22. November eine E-Mail. Ab dem 13. Dezember sollen die Geräte verschickt werden. Da mit FedEx versendet wird, ist davon auszugehen, dass wir uns in Deutschland darauf freuen können, unterm Weihnachtsbaum damit zocken zu können. Wegen bisher nicht überwundenen Lizenzproblemen wurden Metal Gear Solid 2 und 3 aus sämtlichen digitalen Shops vorerst gestrichen. Das betrifft Spieleversionen quer über verschiedene Konsolensysteme und auch PC. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty HD, Metal Gear Solid 3 Snake Eater HD auf PS3, PS Vita, Xbox 360, Nintendo 3DS, Good Old Games und Nvidia Shield. Auch die HD Collection ist betroffen. Wie unter anderem GamesRadar.com mitteilt, seien die Spiele am 8. November aus den Online-Angeboten entfernt worden, weil es konkret Probleme mit den Veröffentlichungsrechten von historischem Bildmaterial gäbe. Konami äußerte sich direkt dazu mit einem Statement, in dem hervorgehoben wird, dass man sich zügig um Erneuerungen der entsprechenden Lizenzen bemühe. Natürlich gibt es hierfür keinerlei Garantie, sodass es im ungünstigsten Fall dazu kommen kann, dass die Spiele nicht wieder in den digitalen Verkauf kommen. Ein Hoch auf physische Medien. In den bisherigen Retro-News-Ausgaben sowie auf unserem Kanal im Allgemeinen haben wir euch im Laufe der vergangenen Jahre schon so manchen Homebrew-Developer und/oder Publisher vorgestellt. Doch die beiden folgenden stechen in ihrer Art dann doch ein wenig hervor. Da wären zum einen die Jungs von PSCD Games. Ja, auch in Russland werden Games für alte Konsolen entwickelt, obwohl diese dort erst zu Beginn der 90er Jahre Einzug erhielten.
Bei PSCV Games hat man sich bislang auf Mega Drive Homebrews spezialisiert. Im Online-Store sind die ersten vier Werke erhältlich. Das Puzzle-Game Alien Cat 2, die Plattformer Deptor und Foxyland sowie das Fighting-Game Fight for Vengeance. Für ihre nächsten drei Mega Drive-Spiele ist bereits eine Pre-Order möglich und derzeit wird unter dem Projektnamen Cauldron fleißig am ersten Release für das NES gearbeitet. Schaut einfach mal auf ihrer Website vorbei, dort lassen sich übrigens auch Demo-Versionen der Spiele zum Anzocken herunterladen. Während bei PSCD Games lediglich der Standort eher ungewöhnlich scheint, ist es bei iHeart Pizza schon wesentlich mehr. Im US-amerikanischen Fort Wayne, Indiana, ist das Ehepaar Springer ansässig, das sich in den Kopf gesetzt hat, vor Ort eine Mischung aus Pizzeria und Videospieltreff zu eröffnen. Obendrein will man auch noch als Homebrew-Publisher für Mega Drive-Spiele fungieren. In den vergangenen Jahren entwickelte man mehrere eigene Spiele und erwarb zudem die Lizenzen für einige taiwanesische Games, die einst nur vereinzelt ihren Weg in den amerikanischen Einzelhandel gefunden hatten. Insgesamt kommen sie bereits auf knapp 20 Games, mit der sie die Mega Drive-Genesis Fangemeinde erfreuen wollen. Pandemiebedingt musste das gesamte Pizzeria-Projekt zwar bislang aufgeschoben werden, im nächsten Jahr wollen sie dann aber endlich voll durchstarten. Eine Website ist noch nicht online, dem 16-Bit begeisterten Pärchen kann man aber auf ihrer Facebook-Seite sowie auf Instagram folgen. Wie deren Pizza so schmeckt, können wir euch leider nicht sagen. Aber wir behalten das Ganze natürlich im Auge. Also die Sache an sich, nicht die Pizza, ne? Denn Pizza im Auge, ne. Anfang November beglückten uns die Herrschaften des Indie-Publishers Premium Edition Games mit einem Spiele-Showcase im Videoformat. Auf dem hauseigenen YouTube-Kanal wurde die unterhaltsame, wenn auch mit viel Cringe-Sahne dekorierte Direct abgefeuert, die die dritte Serie von Veröffentlichungen der Firma präsentierte. Folgende Games wurden vorgestellt. Das inzwischen schon ziemlich lang ersehnte Cathedral, ein Pixel-Plattformer, der audiovisuell an die Ästhetik von Shovel Knight erinnert. Sunshine Manor, ein Top-Down-Action-Adventure im Horrorgewand. Das ziemlich interessant und spielerisch eher komplex aussehende Action-Game Phenotopia Awakening. Sowie Mighty Fight Federation, ein Crossover-Prügelspiel mit Charakteren aus Bloodstained, ToeJam & Earl, dem River City Neketsu-Universum und weiteren bekannten Spielereien. Alle Spiele sind aktuell in Standard- und Retro-Editionen vorbestellbar. Da Premium Edition Games selbst nicht nach Deutschland versendet, solltet ihr bei Interesse mal bei bazaarbazaar.eu vorbeischauen. NES Homebrew-Fans aufgepasst! Nachdem Nate Peters mit Doodle World, einem klassischen Plattformer im College-Block-Look, die NES-Homebrew-Szene ziemlich aufmischte, wurde nun offiziell die Entwicklung eines Nachfolgers via Twitter angekündigt. Ob auch dabei wieder Nates kleine Tochter die maßgeblichen Designentscheidungen treffen wird, weiß man bisher noch nicht. Gespannt sein darf man aber allemal. Hoffentlich wird Doodle World 2 etwas umfangreicher, aber nicht weniger charmant als der Erstling. Einer erfolgreichen Finanzierung über Crowdfunding oder ähnliches dürfte absolut nichts im Wege stehen, denn schon Doodle World erreichte mit Leichtigkeit seine Finanzierungsziele. Warten wir mal ab, was da noch so passiert. Mit 8-Bit Christmas oder wie es bei uns heißt, Weihnachtsjagd, das Fest der Spiele, ist seit Ende November Retro Gaming Nostalgie im Kino zu sehen. Warner präsentiert Neil Patrick Harris in einem glamourösen Popcorn-Movie über einen Familiendaddy, der sich offenbar an seine eigene Kindheit in den späten 80ern erinnert, in der es für ihn nur ein Ziel gab: die spielehungrigen Hände an einen Handregler des Nintendo Entertainment System Grundgeräts zu legen, um mit seinen besten Freunden den Spaß des Lebens zu haben. Ob der Film irgendetwas taugt oder ob sich dahinter am Ende nur ein flach produziertes und wenig subtiles Nintendo-Marketing-Video verbirgt, können wir zum Drehzeitpunkt dieser Ausgabe leider noch nicht sagen. Aber dass der Kinofilm auf populärster aller Weisen das gute alte NES prominent in den medialen Mittelpunkt rückt, ist irgendwie schon ziemlich ungewöhnlich und auch total geil. Kinder und Jugendliche scheinen allerdings dafür nicht so die Hauptzielgruppe zu sein. Habt ihr den Film inzwischen gesehen? Dann haut doch mal eure spoilerfreie Meinung zu dem Blockbuster in die Kommentare. Willkommen bei RetroPlays, dein Marktplatz für Videospiele.
gemacht für Gamer und Sammler weltweit. Spiele kaufen und verkaufen war nie einfacher. Ganz gleich, ob als Privatperson oder als Händler. Und das ohne Einstellgebühren. Auf Käufer warten tausende Angebote. Werde jetzt ein Teil von RetroPlays, dein Marktplatz für Videospiele. Beide Fangames zum Angry Video Game Nerd können jetzt gemeinsam auf einer Collection physisch für Nintendo Switch und PlayStation 4 in den Webshops von Screenwave Media oder Limited Run Games vorbestellt werden. Die Pre-Order-Phase geht zumindest bei Limited Run noch bis zum 19. Dezember. Die Collection gibt es für $35 als Standard-Edition und für einen Huni in einer Deluxe-Bundle-Version inklusive Vinyl-Soundtrack, Aufklebern und anderem Gedöns. Möglich wird die Veröffentlichung durch eine Zusammenarbeit mit Limited Run Games. Besonders das erste AVGN-Spiel soll einige Verbesserungen spendiert bekommen haben. So wurde das komplette Spiel quasi nochmal in der Engine des zweiten Games verpackt. Ihr könnt verschiedene Schwierigkeitsgrade auswählen und andere Komfortfunktionen genießen. Außerdem enthält die Veröffentlichung ein freispielbares Bonus-Finale-Level, das beide Games auch inhaltlich miteinander verbinden soll. Auslieferung ist laut Website für Anfang 2022 angesagt. Seit 2018 tut sich Limited Run Games auch als Publisher von NES Homebrews hervor. Jeden Herbst wurde seitdem ein neues Spiel für Nintendos 8-Bit-Konsole gepublished, ganz abgesehen von den Re-Releases alter Spiele. Nach Galf, Jay and Silent Bob, Mall Brawl und Dead Tomb folgt in diesem Jahr Witch & Wiz, über das wir bereits in unserer Ausgabe vom 30. September berichteten. Damals war noch kein Publisher bekannt, dies änderte sich Mitte November mit der Ankündigung von Entwickler Matt Hewson und Limited Run Games. Die Pre-Order-Phase für den zauberhaften Puzzler, in dem eine kleine Hexe loszieht, um ihren entführten besten Freund zu retten, läuft noch bis zum 12. Dezember. Wenig überraschend gibt es das Game in einer regulären Edition für $60 sowie in einer Deluxe-Edition für $90. Auch sonst fährt Limited Run im Retro-Segment mal wieder ordentlich auf. Noch bis zum 5. Dezember bekommt ihr Neuauflagen des Klassikers Worms Armageddon in verschiedenen Editionen für Game Boy Color und Nintendo 64. In den Collector's Editions gibt es neben dem offiziellen Soundtrack auf CD und einen Pin und einer Münze auch ein doppelseitiges Poster zum Game und eine Art Acryl-Diorama-Aufsteller-Dingsbums. Naja, wer es braucht? In Zusammenarbeit mit Retrobit erscheint eine Neuauflage des ehemals 1990 erschienenen Sega Mega Drive bzw. Genesis Shoot'em'ups Gaiaris in einer vollgepackten Edition samt Cartridge, Anleitung, Wendecover und T-Shirt. Das Spiel, welches schon damals übrigens durchweg sehr gute Kritiken einfuhr, erscheint nun auch erstmals in Europa. Ihr müsst hier also nicht auf eine Importversion von Limited Run Games oder so zurückgreifen, sondern ihr könnt euch euren horizontalen Shooter-Spaß auch lässig bei dragonbox.de oder im Strictly Limited Partner Store für 54,99 € vorbestellen. Da dies die letzte Retro News 2021 sein wird, greifen wir schon mal ein bisschen vor und schauen in den Januar 2022. Ab dann soll nämlich bei Limited Run Games eine physische Fassung der Valis The Phantasm Soldier Collection für Nintendo Switch vorbestellbar sein. Bei dem Release handelt es sich um eine exklusive englische Lokalisation der sonst nur auf Japanisch erhältlichen Collection, die die Spiele Valis The Phantasm Soldier, Valis 2 und Valis 3 beinhaltet. Die Actionspiele, in der ihr die junge Yuko spielt, die es in einer verzückenden Fantasy-Welt wagt, das Schwert von Valis gegen den mächtigen König der Finsternis zu heben, um die Kraft der Königin von Valis aus einem eingeschlossenen, verzauberten Juwel zu befreien, sind bislang nicht im Westen erschienen. Weiter geht's mit einem neuen Fantasy-RPG auf dem Game Boy. Bis zum 3. Januar habt ihr die Möglichkeit, Teil der Kampagne zu Kanden and the Gem of Eru zu werden. Die australischen Stompy Paws Studios haben ein schönes, traditionelles Rollenspiel erschaffen, in dem ihr als Abenteurer Kanden die Insel Yuna von einer geheimnisvollen Seuche befreien müsst. Ganz ohne Lockdown oder FFP2-Maske. Und noch ein Handheld-Game, diesmal allerdings auf dem Game Boy Advance und zudem auch kein Homebrew. Alland – The Crystal Wars ist ein unveröffentlichtes Spiel, dessen Release eigentlich für 2002 geplant war. Das First-Person-Flying-Shooter-Game ging allerdings nie in Produktion und feiert stattdessen nun 20 Jahre später seine Veröffentlichung.
Ihr müsst euch durch 20 Missionen auf einem abgelegenen Wüstenplaneten kämpfen. Und wer bei dieser Beschreibung an den aktuellen Kinohit Dune denkt, der liegt absolut richtig. Das Spiel war seinerzeit unter dem Titel Dune Ornithopter Assault geplant. Die offizielle Dune-Lizenz konnte man sich nun jedoch leider nicht sichern. Was ihr euch aber noch bis zum 15. Januar auf Kickstarter sichern könnt, ist dieses lang verschollene Stück Videospielgeschichte, das nun fertiggestellt und je nach erreichten Stretch Goals noch erweitert wird. Strictly Limited Games. Die Jungs hören einfach nicht auf, coole Games zu veröffentlichen, die einfach in unsere Retro News gehören. Nachdem sie die Release-Sektion der letzten Retro News-Ausgabe gesprengt haben, sind sie diesen Monat auch wieder mit dabei. Und zwar unter anderem mit Death Smiles 1 und 2. Der erste Teil war seinerzeit das erste Shoot'em-up vom legendären Entwickler Cave, das in Europa und USA eine Konsolenveröffentlichung bekam, und zwar Xbox 360 exklusiv damals. Die Pre-Order-Phase für die limitierten Standard- und Collector's Editions für PlayStation 4 und Nintendo Switch startete am 7. November. Die Standard-Edition kostet knapp 50 Euro, die Collector's Edition, die in einer großen Box mit einem Soundtrack auf CD und vielem anderen Beiwerk daherkommt, kostet knapp 90 Euro. Zum Drehzeitpunkt sind beide Editionen für beide Systeme noch gut verfügbar. Und um den 30. Geburtstag der Cotton-Reihe weiter zu feiern, gibt es noch ein weiteres neues Spiel für die Serie. Cotton Fantasy für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Hierbei handelt es sich dieses Mal um kein Remake, sondern um ein völlig neues, modernes Spiel im Cotton-Universum mit HD-Grafik. Freut euch auf 6 spielbare Charaktere und 16 farbenfroh gestaltete Level, sowie einen Soundtrack mit neu eingespielten ikonischen Songs aus vergangenen Spielen. Das Spiel wird eine normale Einzelhandelsversion von Indian Games bekommen. Wie gewohnt vertreibt Strictly Limited Games in ihrem Partner-Store exklusive limitierte Standard- und Sammler-Editionen. Die Pre-Order-Phase startete am 13. November und auch hier sind noch ausreichend Kopien im Online-Shop zum Drehzeitpunkt vorhanden. Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns die Meldung, dass die Spielesammlung Taito Milestones für Nintendo Switch seit dem 25. November im Strictly Limited Games Partner Store vorbestellbar ist. Einige Arcade-Klassiker sind mit dabei, unter anderem Kicks, Elevator Action und The Ninja Warriors. Auch hier wird es ein normales Retail-Release von innen geben, aber die limitierten Standard- und Collector's Editions für 40 und respektive 90 Euro sind wieder Strictly Limited Partner Store exklusiv. Kickstarter-Kampagnen für das NES melden sich nach dreimonatiger Retro-News-Pause endlich zurück. Seit dem 16. November gibt es die Möglichkeit, das Spiel Copper Jacket der kalifornischen Monsoon Studios zu unterstützen. Dabei handelt es sich um einen Action-Shooter für ein oder auch zwei Spieler mit 13 Leveln, die sich über 5 Welten erstrecken, Weapon-Upgrades und allem, was sonst noch dazugehört. Das Gameplay lässt Erinnerungen an NES-Klassiker wie Commando und Ikari Warriors wach werden. Bis zum 17. Dezember läuft die Kampagne noch. Das Lieferdatum, der Februar 2023, mag dabei zunächst irritieren, ist aber ganz bewusst eher konservativ geschätzt aufgrund der derzeitigen weltweiten Logistikprobleme und der Ungewissheit, wie lange diese noch andauern. Und zum Schluss gibt's noch 3 News im Schnelldurchlauf. Eine lokalisierte englischsprachige Version des JRPG-Klassikers Romancing Saga 2 wird noch dieses Jahr auf Disc bzw. Cartridge erscheinen. Kurz vor Weihnachten veröffentlicht Square Enix in Asien eine physische PlayStation 4 und eine Nintendo Switch-Version des bisher nur digital auf Englisch spielbaren Retro-Rollenspiels von 1993. Vorbestellen könnt ihr diese jetzt schon bei PlayAsia für 37 Euro. Mit Metal Dragon gibt es neues Futter für euer Sega Mega Drive von Kai Magazine. Das Spiel kam im Mai diesen Jahres ebenfalls von Kai Magazine für MSX raus. Jetzt wurde das Spiel auf Mega Drive portiert. Aktuell für 55 Euro vorbestellbar als PAL- und NTSC-Version mit verschiedenen Cover-Varianten erwartet euch ein Spiel, das laut Entwickler eine Parodie einiger bekannter Spiele aus den 80ern und 90ern ist und sich Inspiration bei Titeln wie Mercs, Desert Assault und Metal Gear und anderen Spielen geholt hat. Die Auslieferung soll bereits im Dezember starten, versendet wird aus Spanien. Und ein Nintendo 64 Erweiterungsmodul für das Polymega soll im nächsten Jahr erscheinen. Vorbestellt werden kann das zwar noch nicht, aber erste 3D-Renderbilder zeigen, wie das Erweiterungsmodul aussehen wird. Inklusive Cartridge-Slot natürlich, 4 Controller-Ports und einem passenden N64-Controller im Polymega-Design.
Die Retro News machen im Dezember Pause. Lasst trotzdem gerne ein Abonnement für diesen Kanal da, wenn euch Retro-Themen interessieren.